Die Herr-der-Ringe-Serie Die Ringe der Macht erscheint am 2. September diesen Jahres und zum Super Bowl-Finale haben wir jetzt endlich das erste konkrete Bewegtbildmaterial zu Amazons Mammutprojekt zu sehen bekommen. Alles, was wir durch diesen kleinen Teaser gelernt haben und was ihr zur Geschichte der Serie und des zweiten Zeitalters von Mittelerde wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr mehr solcher Videos zu Filmen, Serien, Games und Popkultur sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da. Die bisher teuerste Serie aller Zeiten spielt im zweiten Zeitalter von Mittelerde, also mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen der Filme und damit in einer Epoche, die zumindest in der Theorie sehr viele spannende Geschichten bereithält, die erzählt werden können. Das Schmieden der Ringe der Macht, der Aufstieg und Fall von Numenor und vieles mehr. Das zweite Zeitalter bietet Potenzial und endet mit einer Schlacht, die Herr-der-Ringe-Fans nicht ganz unbekannt sein dürfte. Das letzte Bündnis aus Elben und Menschen tritt gegen den dunklen Herrscher Sauron an und schafft es dank Isildurs glücklicher Schwerthand Sauron zu besiegen und damit das dritte Zeitalter einzuläuten. Mit der Setzung des zweiten Zeitalters sind Auftritte von Fanlieblingen wie Gandalf, Saruman oder anderen Istari, besser bekannt als Zauberer, aber ausgeschlossen. Diese kamen nämlich erst im dritten Zeitalter nach Mittelerde. Aber auch vor dem Sieg über Sauron geschehen während des zweiten Zeitalters jede Menge spannende Geschichten. Das zweite Zeitalter ist auch als Zeitalter der Numenor bekannt. Die Numenore waren ein altes Menschengeschlecht, das von den gottähnlichen Valar eine Insel vor der Küste Mittelerdes geschenkt bekam. Einen Hafen der Numenor sehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit im Übrigen auch hier im ersten Trailer. Da das Haus der Numenor während des zweiten Zeitalters aber nach ihrem Aufstieg auch ihr Ende findet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Stadt auch auf Dauer so in der Serie aussehen wird. Die Numenor sind im Übrigen auch die Vorfahren eines uns allen geliebten Königs. Im Gegensatz zu ihm waren die Numenor aber nicht immer ehrenhaft und lehnten sich immer mehr gegen ihre Gönner, die Valar, auf und kolonialisierten immer gieriger mehr Teile von Mittelerde und expandierten ihr Königreich. Dabei gerieten sie auch immer wieder in Konflikt mit den Elben und langfristig wurde sogar das Lehren der elbischen Sprache und Besuche von Elben auf Numenor verboten. Das könnte womöglich eine kurze Stelle im Trailer erklären, bei der die Haare der Elbin Galadriel weggerissen werden, um ihre typisch elbischen Ohren freizulegen. Sie findet sich hier also womöglich in den Händen einiger den Elben nicht so positiv gestimmter Numenore wieder. Oder zumindest entsteht ein Konflikt, bei dem sie ihre Identität als Elbin zunächst verschweigt. Aber auch die für die Serie gänzlich neu geschaffene Figur namens Halbrand ist sehr wahrscheinlich ein Numenor, der vor seiner Vergangenheit und spekulativ gesagt womöglich vor seiner Verantwortung als wichtige Figur im Königreich der Numenor flieht. Das würde zumindest erklären, warum er sich mit Galadriel als Schiffbrüchiger wiederfindet. Aber Galadriel selbst wird uns sowohl im Trailer als auch in einigen Pressefotos bereits als eine der Kernfiguren der Serie präsentiert. Sie wird allerdings nicht mehr von Cate Blanchett, sondern von der deutlich jüngeren Morfydd Clark gespielt. Sie wird in Pressefotos auch als die Anführerin der nördlichen Armeen bezeichnet. Und durch sie und einige andere Figuren können wir den Zeitraum, in dem die Serie spielt, noch etwas genauer einordnen und auf eine mögliche Handlung schließen. Zu Beginn der Serie befinden wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Mitte des zweiten Zeitalters und in dieser Zeit beginnt der Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron und die Schmiedung der ersten Ringe der Macht. Das zweite Zeitalter begann nämlich mit der Vertreibung von Morgoth, dem alten Meister von Sauron. Sauron blieb allerdings in Mittelerde zurück und nahm mit der Zeit seinen Platz ein. Eine weitere Figur, an der wir festmachen können, dass es hier in der Mitte des zweiten Zeitalters spielt, ist der Zwergenprinz Durin IV., der auch explizit als Prinz bezeichnet wird. Das ist besonders wichtig, weil es suggeriert, dass sein Vater Durin III. Noch Herrscher ist und dieser erhielt einen der sieben Ringe der Zwerge und würde somit perfekt zum Titel der Serie passen. Erwähnt werden sollte im Übrigen auch noch, wovon Durin III. Herrscher ist. Er ist König des zu dieser Zeit noch unglaublich florierenden Zwergenkönigreichs Khazad Dûm, für viele besser bekannt als Moria. Eine Mine. Moria wurde nämlich erst zu Beginn des dritten Zeitalters zerstört, als die Zwerge aus ihrer Gier nach Mithril zu tief schürften und einen Balrog aus dem ersten Zeitalter erweckten. Sehr interessant ist im Übrigen auch, dass wir in der Serie zum ersten Mal eine weibliche Zwergin in Form der Zwergenprinzessin Disa zu sehen bekommen. Entgegen der Erwartung einiger Fans der Filme führten die Zwerge von Khazad Dûm auch sehr gute Beziehungen zu den Elben des nahegelegenen Königreichs Eregion.
Dieses wurde im zweiten Zeitalter von Galadriel und ihrem Mann Celeborn gegründet. Die Hauptstadt Ost in Edil wurde zusammen mit dem Rest des Königreichs im später ausbrechenden Krieg mit Sauron allerdings zerstört und danach nicht wiedererrichtet. Der ebenfalls im Trailer zu sehende, deutlich jüngere Elrond floh allerdings mit einigen Truppen von dort und errichtete die Festung Bruchtal, die Fans der Filme ebenfalls kennen sollten. Im Trailer ist allerdings noch eine weitere elbische Schlüsselfigur zu sehen. Hier sehen wir den Elbenkönig Gil-galad, der auch einen der drei elbischen Ringe der Macht erhalten wird und über das westliche Elbenkönigreich Lindons herrscht. Was für einen Kometen oder etwas in der Art er hier im Trailer allerdings nachschaut, kann ich leider noch nicht sagen. Habt ihr dazu Theorien? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber in welcher Form wird der gerade erstarkende Sauron in der Serie auftreten? Ganz sicher ist das bisher noch nicht. Auf einem der Character-Poster, wo wir allerdings keine Köpfe sehen, sehen wir allerdings jemand, der verdächtig nach Sauron aussieht. Denn das Schwert erinnert auch stark an das von Sauron. Bisher bekannt ist aber, dass Sauron die Fähigkeit besitzt, seine Gestalt zu verändern. Und sehr wahrscheinlich wird das vor allem zu Beginn der Serie ein sehr wichtiges Element sein, da er auf diese Weise versuchen wird, die Entwicklungen in Mittelerde zu lenken. In der Lore von Mittelerde tat er dies auch, indem er sich als Herr der Geschenke Anatar ausgibt, um die Elben von der Schmiedung der Ringe zu überzeugen. Das gelingt ihm nicht bei allen Elben, aber den Lindon-Elben Celebrimbor konnte Sauron so überlisten, die Ringe der Macht zu schmieden. Lediglich die drei Ringe der Elben gab Celebrimbor nicht vor Sauron preis. So kam es dann auch zu dem bereits angesprochenen Krieg zwischen Elben und Sauron. Sauron wollte die Ringe gewaltvoll für sich gewinnen. Im Trailer bekommen wir allerdings auch noch ein Voice-Over von einer ganz besonderen Figur. What else is out there? Im zweiten Zeitalter gab es die Hobbits, wie wir sie aus den Herr der Ringe-Filmen kennen, nicht. Und auch das Auenland war noch nicht von ihnen bevölkert. Die Vorfahren der Hobbits lebten in drei großen Stämmen in den Tälern der Nebelberge, wo sich später ein Zwergenkönigreich bilden sollte. Der größte der drei Hobbit-Stämme namens Harfoot begann dann allerdings als erstes in Richtung Westen zu ziehen und sich zunächst in der Region um Bree niederzulassen. Diese kleine Völkerwanderung der Hobbits könnte auch Thema der Serie sein und würde im Hinblick auf das Voice-Over auch Sinn ergeben. Die Figur der Sprecherin sehen wir allerdings wahrscheinlich auch noch in dieser Szene des Trailers in einer gefährlichen Situation. Wer der Mann ist, der sie womöglich rettet, ist bisher aber noch nicht ganz klar. Auch dazu könnt ihr mir eure Theorien aber gerne in die Kommentare schreiben. Zu guter Letzt zeigt uns der Trailer noch die für die Serie auch völlig neu geschaffene Elbenfigur namens Arondir, der in dieser Szene in bester Legolas-Manier einen auf ihn geschossenen Pfeil aus der Luft fängt und auf seine Widersacher zurückschießt. Er scheint aber auch in dieser Szene nochmal aufzutauchen und war sehr wahrscheinlich in Gefangenschaft. Wofür können wir bisher noch nicht genau sagen. Der einzige für uns bisher mögliche Grund ist seine verbotene Liebe zu der Menschenfrau Bronwyn. Ob wir hier eine 1:1 Aragorn-Arwen-Geschichte erzählt bekommen, ist aber ebenfalls noch nicht bekannt. Was wir aber wissen, ist, dass die Serie am 2. September diesen Jahres auf Amazon Prime Video erscheint und dass die erste Staffel 8 Folgen umfassen wird. Die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay, die man bisher nur von sehr wenigen konkreten Projekten kennt, haben aber bereits gesagt, dass sie den Titel ausgewählt haben, weil sie sich vorstellen können, dass Die Ringe der Macht neben den Klassikern von Tolkien in einem Bücherregal stehen könnte. Auch interessant zu wissen ist, dass die Serie von Amazon auch in Kooperation mit New Line Cinema auf die Beine gestellt wird. Das heißt, es ist rechtlich theoretisch möglich, dass sowohl konkrete visuelle als auch Audio-Assets aus den Filmen, wie zum Beispiel Soundtrack-Stücke, wiederverwendet oder in abgeänderter Form eingesetzt werden dürfen. Ich sehe vor allem bei den Hobbits und der Brücke von Khazad-dûm, was den Soundtrack angeht, da einige Möglichkeiten, was zu machen. Die erste Staffel wurde zudem genau wie die Filme in vielen Teilen Neuseelands gedreht. Es ist allerdings auch gesagt worden, dass kommende Staffeln primär in Schott und England entstehen sollen. Ich persönlich bin, was die Serie angeht, ja bisher noch relativ skeptisch. Die Hobbit-Filme haben mich leider nicht so abgeholt, wie ich es mir nach meiner Liebe zu der Herr-der-Ringe-Trilogie eigentlich gewünscht hätte. Und auch bei der Serie sehe ich jetzt wieder große Gefahr. Mit Figuren wie Halbrand, der quasi auch schon aussieht wie Aragorn, oder mit Dingen wie der komplizierten Beziehung zwischen einem Elb und einem Menschen, scheint mir das Potenzial für zu viel Fanservice doch sehr groß. Aber neben den nicht funktionierenden Figuren in der Hobbit-Trilogie, hatte ich mit einer Sache in diesem Film noch ein großes Problem. Das World Design. Es war mir da schon nicht düster genug und hatte einen zu krassen High Fantasy Touch. Klar, wir sprechen hier über Mittelerde und Tolkien und super fantastische Dinge, aber Herr der Ringe sah immer geerdet aus
und bisher sieht auch die Serie eher etwas zu fantastisch aus. Was mir im Hinblick darauf jetzt Sorge bereitet, ist vor allem diese Szene. Hier begegnet Galadriel scheinbar einem Troll oder anderen Geschöpf in einer Höhle und ganz abgesehen vom CGI wirkt sowohl die Inszenierung als auch das Creature-Design etwas zu klischeehaft Fantasy. Dennoch muss ich nach meinen Recherchen für dieses Video sagen, dass all diese Themen und die Ereignisse des zweiten Zeitalters so geil und interessant klingen, dass wirklich Potenzial für eine krasse Geschichte in der Luft liegt. Ob das auch genutzt wird, ist aber leider eine andere Frage. Aber was denkt ihr? Werden wir nach der ersten Staffel der Serie der euphorische Frodo sein, der seine Freunde endlich wieder sieht? Oder werden wir der traurige Frodo sein, der von dann zieht, weil ihm in Mittelerde irgendwie etwas fehlt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Viele in der Community sind ja ebenfalls sehr, sehr skeptisch und haben das Tolkien-Zitat "Evil cannot create anything new, it can only corrupt" überall in den Kommentaren gepostet. Stimmt ihr dem zu oder seht ihr das eher anders? Falls ihr in Zukunft mehr solcher Videos sehen möchtet, vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten und lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da, um keine meiner Videos mehr zu verpassen. Um nun nicht negativ aus diesem Video zu gehen, sage ich aber bis zum nächsten Mal und blick trotz all der Skepsis hoffnungsvoll in die Zukunft. Meine Brüder! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe! Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern.